Guten Morgen aus Berlin. Olaf Trümmer von Axarius Software. Neben mir sitzt Carina Zander, ebenfalls von Axarius Software. Und wir möchten die nächste halbe, vielleicht dreiviertel Stunde dazu nutzen, Ihnen eine neue Funktion in MetaTag vorzustellen. Es geht um Formular-PDFs, und zwar nicht solche, die mit Papier und Bleistift auszufüllen sind, sondern um interaktive PDFs. Und derjenige oder diejenige, die das schon mal in InDesign versucht hat umzusetzen, also ein anspruchsvolles Formular-PDF aus InDesign heraus zu erstellen, ist möglicherweise auf die eine oder andere Hürde gestoßen. MetaTag stellt sich nun an in der neuesten Version, die bereits vorgestern am Dienstag herausgegeben wurde, mehr Kontrolle über interaktive Formulare aus InDesign heraus zu unterstützen. Bevor ich loslege, vielleicht nochmal für die, die MetaTag nicht so sehr gut kennen. MetaTag ist ein Plugin für Adobe InDesign, gibt es schon ein paar Jahre lang. Dementsprechend unterstützen wir auch heute noch CS6 bis CC 2015, sowohl unter Mac als auch unter Windows. Und der Hauptfunktionsumfang von MetaTag richtet sich auf das Erstellen von getaggten PDFs bzw. PDF-UA-konformen PDF-Dokumenten. Es ersetzt nicht entsprechende Funktionen in InDesign, sondern baut auf diesen auf und ermöglicht eine sehr produktive und fehlerarme Erstellung von getaggten PDF-Dokumenten in hoher Qualität. Ganz neu hinzugekommen und letztlich auch nicht beschränkt auf die Erstellung von getaggten PDFs oder PDF-UA ist jetzt eine Funktion, die den Anwender bei der Erstellung interaktiver PDF-Formulare unterstützt und das, wie wir zumindest meinen, auf eine sehr produktive Art und Weise. Bevor ich hier endlose Reden schwinge darüber, was das alles ist und wie das funktioniert, möchte ich gleich in eine Demo einsteigen. Ich wechsle jetzt zu Adobe InDesign und ich habe mir mal ein Dokument zurechtgelegt mit einer ganz einfachen Aufgabe. Ich möchte ein Formular erstellen in InDesign, wo in ein Texteingabefeld eine Kreditkartennummer angegeben werden soll durch den späteren Nutzer eines interaktiven PDF-Formulars. Ich habe hier also auch ganz einfach nur zwei Objekte auf meiner sehr einfachen InDesign-Seite. Einen Textrahmen, der sagt, dass jemand bitte eine Kreditkartennummer eingeben möchte. Und eine Schaltfläche. Sie können rechts oben erkennen, dass es sich hier um ein Textfeld handelt. Textfeld mit dem Namen Kartennummer. Es ist nicht besonders weitgehend eingerichtet hier, weil viele Funktionen, die einen hier interessieren würden, auch gar nicht wirklich zur Verfügung stehen. Und wenn ich dieses InDesign-Dokument jetzt nach PDF exportiere, das ist jetzt einfach mein Tool, und dann auswähle, dass Formular und Medien enthalten sein sollen. Das ist natürlich wichtig für ein interaktives Formular. Und ich lasse mir auch gleich nach dem Export das PDF anzeigen, das erstellt worden ist. Dann erhalte ich diese PDF-Datei. Sieht eigentlich genauso aus, wie man das auch erwarten würde. Ich könnte jetzt anfangen, meine Kreditkartennummer einzugeben. Würde ungefähr so aussehen. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, na ja, das geht irgendwie auch noch anders. Das könnte ich mir noch schöner vorstellen. Beispielsweise in der Form, wie ich jetzt hier habe, das ist ein PDF, das ich separat vorbereitet habe, sieht genauso aus. Ich habe auch eine visuelle Unterstützung für die Eingabe von den Zahlen und Bindestrichen der Kreditkartennummer. Wenn ich das dann eingebe, dann erhalte ich sowas. Ja? Das sieht anders aus, und zwar auch durchaus in einer relevanten Weise. Es ist nicht nur, ja, es entspricht sicherlich eher den Erwartungen des einen oder anderen Formularerstellers, als das eben gezeigte Beispiel. Das hört nicht bei der visuellen Darstellung auf, sondern setzt sich fort im Hinblick auf Anforderungen, vielleicht auch ein bisschen kontrollieren möchte, ob diese eingegebenen Informationen Sinn macht. Ich habe jetzt einfach mal eine Ziffer weggenommen. Wenn ich jetzt aus dem Feld rausgehe, dann sagt mir
ein Warnungsfenster, Kreditkartennummer 16 stellig sein und immer ein Hinweis darauf, wie ich die Eingabe formatieren kann. Alle, die schon mal mit Formularen in Acrobat gearbeitet haben, wissen, dass man in Acrobat eine ganze Reihe von Möglichkeiten hat, genau diese Effekte zu erzielen, aber dass man das nicht aus InDesign heraus steuern kann. Ich möchte jetzt mal kurz illustrieren, aus dem Folgemodus raus, falls ich das schaffe. Ja. Aha, gut. Ich mache das mal kurz zu, weil ich sonst an die Werkzeugleiste nicht rankomme. Ja, ich möchte jetzt dieses einfache aus InDesign erzeugte Formular so aufbereiten, dass es meinen Anforderungen entspricht. Und das ideale Werkzeug hierfür ist natürlich Acrobat. Und ich könnte das jetzt tun. Die große Frage ist dann, wie kriege ich das dann in InDesign rein? Und genau hier setzt Make-to-Tag an, indem es das, was ich mir hier in Acrobat einrichte, aufgreifen kann und bei einem nächsten Export in ein interaktives PDF diese zusätzlichen Einstellungen mit übernehmen kann. Ich mache jetzt erstmal die entsprechenden, führe erstmal die entsprechenden Schritte in Acrobat aus, um dieses Dokument aufzuhübschen. Ich muss kurz mal Acrobat beenden, weil ich hier an meinem Werkzeugleister nicht rankomme nach dem Vollbildmodus. Hier wechsle ich jetzt einfach in die Funktion zur Bearbeitung von Formularen. Mein Formularfeld habe ich ja schon. Ich öffne mal das Fenster mit den Eigenschaften. Da würde ich jetzt sagen, ich möchte eine andere Schriftart haben. Ich hätte hier jetzt einfach mal die OCRA eingesetzt. Dann machen wir die Schrift ein bisschen größer. Textfarbe kann bleiben. Ich möchte vielleicht, dass der Rahmen hier nicht erscheint. Dann setze ich den auf transparent. Die Position möchte ich so übernehmen, wie sie aus InDesign hinüberkommt. Bei den Optionen brauche ich für die Kriegsdatennummer sicherlich keine Rechtschreibprüfung, aber ich möchte diese gleichabständige Darstellung haben. Da sich bei der Kreditkartennummer um 16 Ziffern mit drei dazwischen liegenden Bindestrichen handelt, müsste ich hier 19 Zeichen anfordern. Bei den Aktionen, das lasse ich jetzt mal weg, man könnte jetzt weitere interaktive Funktionen mit dem Formularfeld verknüpfen. Das kann ich ein Stück weit auch in InDesign tun, aber nicht so weit reichend wie hier. Insbesondere kann ich in InDesign nicht die Ausführung eines JavaScripts profilieren. Eine Formatierung ist eine Reihe von Möglichkeiten und ich möchte eine Validierung durchführen. Und dazu möchte ich ein JavaScript ausführen. Das habe ich vorbereitet, dass ich das nicht so schnell tippen kann. Das ist ein ganz einfaches JavaScript, was einfach nur abfragt, ob die Länge der Eingabe den Anforderungen entspricht. Das soll eigentlich 19 Zeichen lang sein. Es soll natürlich auch leer sein, es muss erlaubt sein, aber alles andere wird als fehlerhaft angesehen. Ich bekomme eine entsprechende Warnung durch ein Warnungsfenster. Das ist jetzt so eine ganz primitive Prüfmöglichkeit. Ich kann das natürlich sehr viel weiter treiben. Ich könnte mir den Algorithmus für die Korrektheit einer Kreditkartennummer besorgen und das in JavaScript aufschreiben. Das lässt sich wahrscheinlich auch irgendwie im Internet finden. Ich belasse es hier mal bei der ganz einfachen Funktion. Gebe das hier ein und verknüpfe dieses JavaScript mit diesem Texteingabefeld. Und immer, wenn das Feld verlassen wird, dann wird die Eingabe mit Hilfe dieses Skriptes validiert und eine entsprechende Funktion ausgeführt. Ich könnte noch weitere Dinge tun, ich könnte Berechnungen anstellen, das ist jetzt mit einem einzelnen Feld nicht so ganz spannend, aber wenn ich mehrere Felder hätte, könnte ich zum Beispiel eine Umbildung durchführen. Ich schaue mir das jetzt mal kurz an. Ja, ich kann jetzt hier meine Kreditkarte eingeben. Ja. So, das wird jetzt akzeptiert. Wenn ich das eben auch schon gemacht habe, eine falsche Eingabe mache, dann werde ich darauf hingewiesen. Und außerdem wird, das ist durch das JavaScript so eingerichtet,
Ziffern in roter Farbe dargestellt, damit man schneller weiß, wo sich dann genau das Problem befindet. Wenn ich jetzt wieder korrigiere, dann ist alles wieder gut. Okay. Jetzt habe ich also mein aus InDesign exportiertes PDF so überarbeitet, dass es das tut, was ich eigentlich möchte. Jetzt kommt sozusagen der Trick. Hörst du jetzt mal nach InDesign hinüber. Da gibt es im letzten Aufgabenschritt im Trick einen neuen Bereich, der heißt Formularfelder optimieren. Ich aktiviere das mal. Dann kann ich verschiedene Optionen auswählen. Ich habe da schon mal etwas vorbereitet, was Kreditkartennummer heißt, aber damit Sie alle sehen und glauben, dass das wirklich funktioniert, sage ich Ihnen, wie ich das tun würde, wie ich das machen würde, wenn ich das noch nicht hätte. Mit dem Verwalten-Eintrag in diesem Auftragmenü gelange ich in einen Bereich, das ist ein bisschen größer hier, ich muss das auflösen, in dem ich solche aufbereiteten PDF-Dokumente ablegen kann. Und Make-It-Tech kann dann diese aufbereiteten PDF-Dokumente verwenden, um bei einem nächsten Export die Anreicherung in das frisch exportierte PDF zu übernehmen. Das muss natürlich passen, also ich kann jetzt nicht irgendein Formular-PDF da reinschmeißen und hoffen, dass dann auch von alleine irgendetwas passiert. Das muss passen insofern, als der Name der Formularfelder, wie ich es in InDesign einsetze, in der entsprechenden PDF wiedergefunden werden kann, und dann für diese Formularfelder gleichen Namens die entsprechenden Einstellungen in das frisch exportierte PDF herübergeholt. Ich speichere jetzt mal das, was ich jetzt hier eben händisch angereichert habe, in diesem Ordner. So. Und ich nenne das mal Webinar. Speichere das ab. Und jetzt wechsle ich wieder nach InDesign hinüber in Add-to-Tag. Muss jetzt einmal, damit dieses Auftragmenü auch entsprechend aktiviert wird, aus dieser Ansicht rausgehen und wieder hineingehen. Und dann werden Sie feststellen, dass es dort jetzt einen Eintrag Make-to-Take Webinar gibt. Das bezieht sich also auf das angereicherte PDF, was ich eben erstellt habe. Und wenn ich jetzt aus InDesign heraus wiederum ein PDF erstelle, in diesem Fall muss ich dazu auf jeden Fall Make-to-Take einsetzen. Ja, das speichern wir. Und dann nennen wir das auch Webinar Export mit Make-to-Tag. Führen das aus. So, sieht natürlich jetzt erstmal in diesem Moment gleich aus. Aber lassen Sie mich jetzt wieder eine Änderung machen. Sie sehen schon, die Formatierung ist so, wie wir das vorbereitet haben. Gehe ich aus dem Feld raus und habe meine Eingabe richtig gemacht, dann ist doch alles okay. Ist die Eingabe nicht so, wie das gefordert ist, dann wird ein Hinweis gegeben und die Schrift in Rot dargestellt. So, damit Sie noch glauben, dass das jetzt alles nicht irgendwie gefehlt ist, mache ich das nochmal. Mache da irgendeine einfache Änderung. Das ist vielleicht größer. Wiederhole das. Zweiter Export. Behalte jetzt dann entsprechend eine andere Anordnung. Bei dieser Vorgehensweise wird natürlich die Geometrie aus InDesign berücksichtigt. Wenn ich das Formularfeld also verschiebe, auf der Seite hin wieder rutsche oder andere Teile der Seite ändere, dann bleibt das unangetastet. Lediglich die Eigenschaften, die ich sie eben in Acrobat eingerichtet habe, die mit dem Formularfeld zu tun haben, die werden bei einem frisch exportierten PDF aus dem zuvor eigens erstellten angereicherten PDF übertragen. So, ganz, ganz wichtig, damit das funktioniert, ist jeweils, dass dieses Feld über seinen Namen dann in meinem extra bereitgestellten angereicherten PDF wiedergefunden werden kann.
Das ist auch wirklich das einzige Bindeglied. Ich könnte jetzt ein ganz anderes PDF aufbauen, wo auch vielleicht eine Kreditkartennummer eingegeben werden soll, wo also am Ende auch ein ganz anderes PDF entstehen soll. Ich könnte das Template, was ich eben mit Acrobat erstellt habe, auch hierfür benutzen, solange dieser Name übereinstimmt und in diesem Template-PDF wieder gefunden werden kann. So, soweit dazu. Nur um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen dafür, was noch alles so geht. Ja? Ja. Funktioniert das auch in mehreren Instanzen eines Feldes, wenn dieses den gleichen Namen hat? Ja. Also wenn es, es kann ja vorkommen, dass man vor allem auf einem mehrseitigen PDF den eingegebenen Vor- und Nachnamen auf jeder Seite wiederholen möchte. Das macht man in einem PDF-Formular, indem man auf den Folgeseiten einfach wiederum ein Formularfeld einrichtet, was den gleichen Namen hat, sodass Vor- und Nachname, die ich vielleicht auf der ersten Seite eingegeben habe, auch dort wiederholt werden. Und dann werden auch für die weiteren Vorkommnisse des genau gleich benannten Formularfeldes die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Was man nicht machen kann, ist, dass man ein gleichnamiges Formularfeld beim ersten Vorkommen und bei den weiteren Vorkommen auf diesem Wege unterschiedlich formatieren kann. Das geht leider nicht. Das hat ein bisschen mit der Logik zu tun, die auch in Acrobat-Formularen gegeben ist. Okay, ich hatte mal ein PDF vorbereitet, das ist eigentlich ein PDF, das wir auch in der Entwicklung eingesetzt haben, um zu schauen, ob dann unsere wunderschöne neue Funktion auch wirklich funktioniert. Das ist kein besonders schönes Formular, aber nur um das mal zu zeigen. Noch eine weitere Frage. Wäre es denkbar, ein PDF bereitzustellen, in dem Standardfelder mit Standnamen vorbereitet sind, sodass diese in meinem Projekt von mir im InDesign verwendet werden dürfen? Das wäre praktische Vorlage. Ja, also, wenn ich die Frage richtig verstehe, fragen Sie einfach nochmal nach, wenn Sie das nicht richtig beantwortet. In der Praxis hat man es ja mit Formularen zu tun, die ein kleines bisschen komplexer sind als mein Beispiel hier. Man hat auch eventuell mit Situationen zu tun, wo es eigentlich einen Gesamtbestand an Formularfällen gibt, die vorkommen können. Ja. Vorname, Nachname, Adresse, Bankverbindung und dergleichen. Das sind dann Felder, die sich auch immer wiederholen. Also Vorname, Nachname, Adresse. Das wird vielleicht in der Hälfte aller Formulare vorkommen. Das möchte man nicht jedes Mal von vorne einrichten. Was man tun könnte, ist, dass man sich einmal sozusagen ein Master-Template zurechtlegt. Das muss vom Layout-Aufbau her auch nichts enthalten, außer den reichen Formularfeldern oder könnte ergänzende Informationen enthalten, wo ich alle Formularfelder, die in meiner Organisation irgendwann vorkommen, ein für alle Mal sozusagen einrichte und dann im Nachgang in InDesign einfach immer die Formulare baue, wie ich sie gerade brauche. Sagen wir mal einen Antrag und dann vielleicht später eine Verlängerung. Da werden sich Teile des Formulares werden genau gleich sein und andere Teile des Formulares werden sich unterscheiden. Und solange ich dann dafür sorge, dass in meinem jeweils neu gebauten InDesign-Dokument die Formularfeldnamen übereinstimmen mit den Namen, wie ich sie in meinem Master-Template eingerichtet habe, dann kann ich immer wieder das gleiche Master-Template einsetzen, um unterschiedliche Formulare gleich korrekt zu erstellen. Ich glaube, ich habe jetzt die Frage genau beantwortet. Aber jedenfalls fragt es nochmal auf, wenn da eine Nachfrage kommt. Ja, das ist, sobald man komplexe Projekte hat, möchte man nicht immer einzeln rumbasteln, sondern man will sich eine Strategie arbeiten. Das muss man sowieso tun, weil man die Eingaben in diesen Formularfeldern ja anschließend auch in der Regel automatisiert auswerten möchte. Da wird man sich ein Datenmodell überlegen, eine Benennungskonvention, damit man nicht irgendwann ertrinkt in strukturierten Datenmengen. Und in dem Kontext könnte man eben auch so ein Master-Template sich einrichten, in dem alle Formularfelder vorkommen, die man so braucht, und die ein für alle Mal so ausgestalten, wie man das benötigt.
Okay. Dann nochmal ein kurzer Blick auf dieses Beispiel-PDF, das wir bei uns in der Qualitätssicherung eingesetzt haben. Da gibt es dann so einfache Sachen wie maximale Anzahl Zeichen. Das hatten wir im Grunde eben auch schon in den Kreditkarten, Textfeld. Ja, ich habe jetzt 10 Ziffern eingegeben. Noch eine eingebe, dann lässt er mich das nicht tun. Ich könnte Schaltflächen einsetzen und dann klicke ich drauf und es passiert irgendwas. In dem Fall werden eben 10 Zeichen in dieses Textfeld eingegeben. Ich kann auch Listen formatieren, also hier ist die Eurostil verwendet, um die Einträge über Liste zu gestalten. Also auch da habe ich wieder Möglichkeiten. Ich kann rechnende Formulare bauen. Ich habe hier rechts eine Summenbildung und kann das relativ weit treiben, kann sagen, okay, wenn das Ergebnis eigentlich 0 ist, dann schreibe ich was anderes hin, als ich normalerweise hinschreiben würde. Sobald ich hier irgendwas Sinnvolles reinschreibe, steht das Ergebnis, das Feld wird früher hinterlegt. Wenn ich da jetzt wieder 10 davon abziehe, ja, dann ist es wieder nichts, sondern dann kann ich da andere Gestaltung des Feldes durchführen. Ich kann Signaturfelder einbauen, Radio-Button ist nicht mehr so auf Deutsch, habe ich schon wieder vergessen. Kann das sehr weit treiben. Alles, was ich an Eigenschaften und Funktionen für Formulare akkurat einrichten kann, kann ich auch im Kontext mit MetaTag nutzen. Soweit vielleicht erstmal zu den grundsätzlichen Möglichkeiten und zu dem Ablauf, in dem ich die Möglichkeiten einsetze. Ein weiterer Punkt, den ich nur kurz anreißen möchte, ist, dass ich, da ist es, diejenigen, die schon mal komplexe Formulare aufgebaut haben, haben sich in der Regel Strategien zurechtgelegt, um die Anordnung der Formularfelder gut steuern zu können. Eine Strategie ist, Formularfelder beispielsweise in Tabellenzellen zu verankern, weil ich dann die Tabellenzellen in ihrer Geometrie relativ gut steuern kann und möglicherweise dann die Feinjustierung über Absatzstile mache, also Grundfasats und dergleichen, sodass ich nicht mühsam von Hand jedes Formularfeld definieren muss, sondern durch die vorgegebene Anordnung von Tabellenzellen beispielsweise das sehr präzise machen kann und auch fehlerärmer machen kann, als es mir sonst vielleicht gelingen würde. Wer gleichzeitig bei der Erstellung von interaktiven Formularen auch getaggtes PDF erstellen möchte, oder eben auch PDF-UA, wird darauf stoßen, dass irgendwann diese Verankerungslogik von Unisa nicht mehr sauber unterstützt wird. Ich habe hier mal, ich weiß gar nicht, ob man das halt jetzt hier nicht sehen kann, ich schaue mal auf den Bildschirm bei Carina. Ich habe mal verschiedene Konstrukte hier einfach aufgebaut. Also ein Formularfeld, was ganz alleine steht, irgendwo verankert ist, ein Formularfeld, was im Textrahmen verankert ist oder direkt in einer Tabellenzelle. Das funktioniert soweit, auch bei direkten Export aus InDesign. Haarig wird es, sobald ich komplexere Dinge tue. Wenn ich beispielsweise das Formularfeld in einen Textrahmen verankere und den Textrahmen wiederum in einem anderen Textrahmen verankere. Das kann ich in InDesign tun, das macht mir auch sehr, sehr nützlich. Wenn ich das jetzt aber dann in ein perfektes PDF exportieren würde, dann wäre dieses Formularfeld nicht mehr korrekt in der Tagging-Struktur enthalten. Ja, das ist da, ich kann es ausfüllen, aber für eine Nutzung über die Tagging-Struktur ist das Formularfeld nicht mehr erreichbar. Und das gilt auch für weitere Varianten, also wo ich ein Formularfeld in einer Tabellenzelle verankere und dann wiederum diese Tabellenzelle in einen Textrahmen oder einen Textrahmen und dann in einer Tabellenzelle und so weiter. Sie ahnen, welche Kombinationen hier durchexerziert worden sind. Und alles, was jetzt hier rosa, pfirsichfarben hinterlegt ist, das würde in der Tagging-Struktur nicht mehr korrekt enthalten sein, bis hin zu sehr merkwürdigen Dingen, wie
Bis zu Merkel hingegen, dass von Warfelder dann mit ihren gruppierten oder verankerten Elementen als Bildelemente als PDF erscheinen. Major Tag sorgt natürlich dafür, dass das korrekt funktioniert. Und dürfen sich über die erfreuen, die nicht nur interaktive Formulare bauen müssen, sondern auch dafür sorgen sollen, dass diese Getagte PDFs sind oder dem PDF-UA-Standard entsprechen. Soweit vielleicht an dieser Stelle. Soweit ein kurzer Ausflug in die Möglichkeiten, mit Native Tag interaktive PDFs zu erstellen und relativ weitgehende Kontrolle schon aus InDesign heraus zu haben. Warum ist das wichtig? Das sehen wir nochmal auf dieser Folie. Das Problem ist, dass ich in InDesign relativ wenig Kontrolle über die Eigenschaften der Formularfelder habe. Das Allerwichtigste ist vorhanden, aber alles, was mit Formularintelligenz zu tun hat oder mit weitergehenden Einstellungen, das ist in InDesign oder aus InDesign heraus nicht erreichbar, nicht steuerbar. Das fängt bei so einfachen Dingen an wie der Gestaltungsmöglichkeit im Hinblick auf die Schriftwahl. Die allermeisten Anwender würden mit Timeformen nicht als ideale Schrift für auszufüllende Formularfelder ansehen. Das heißt, direkt aus InDesign kann ich anspruchsvolle Formulare nicht wirklich bauen. Ich bin darauf angewiesen, den Artboard händisch nachzuarbeiten. Das riesengroße Problem dabei ist, dass wenn eine Änderung im Formular erforderlich ist, also ich in InDesign eine Layout-Änderung vornehme und erneut nach PDF exportiere, dass die händische Nachbearbeitung dann für die Tatz ist. Es gibt ein paar Tricks, wie man dann vielleicht die Formularfelder dann nochmal wieder rüber retten kann. Schön ist es nicht. Außerdem ist es so, dass das Ganze hochgradig fehleranfällig ist. Formulare leben in der Regel, ja, die werden nicht nur einmal gebaut und dann wieder angefasst, sondern werden weiterentwickelt, Revisionen und dergleichen. Und händische Nachbearbeitung bedeutet eigentlich immer eine hohe Fehlerquote. Das heißt, sie qualifiziert sich auch extrem mühsam. Last but not least gibt es insbesondere den Bug, den ich eben dargestellt habe mit verankerten Formularfeldern. Ganz grob kann man sagen, eine einfache Verankerung funktioniert in der Regel. Also wenn ich das Formularfeld direkt in einem Textrahmen oder einer Tabellenzelle verankert, das klappt. Alles, was komplizierter ist, also eine geschachtelte Verankerung oder eine Gruppierung eines Formularfeldes mit einem anderen Rahmenobjekt und das Ganze dann als Gruppe irgendwo verankert, das führt praktisch immer zu Problemen in der Tabellenstruktur, sodass ich da nicht wirklich ein PDF-UA-konformes PDF erstellen kann. Es gibt noch eine Zwischenfrage, eine kleinere. Gibt es schon einen Roadmap, wann ein UA-Standard auf JavaScript und andere Feldformatierungen PDF-UA-Standard ist? Jetzt muss ich kurz nachdenken. PDF-UA verbietet nicht die Nutzung von JavaScript. Ich muss JavaScript so nutzen, dass die Barrierefreiheit dadurch nicht beeinträchtigt wird. Also ein ganz primitives Beispiel. Ein JavaScript, das nur einen Piep macht, weil man etwas falsch gemacht hat, wäre unzureichend, weil dann jemand, der nicht hören kann, diesen Piep nicht wahrnehmen kann. Ich kann aber, so wie ich das eben vielleicht auch demonstriert habe, wenn ich eine Warnungsmeldung ausgebe mit einer Information, die ja dann jemand auf dem Bildschirm sich vergrößern könnte oder mit einem Screenreader, also einer Vorlesefunktion vorsprechen lassen könnte und dergleichen die Nutzung auch für Leute mit Einschränkungen ermöglichen. Also das wäre der UA-Standard eigentlich nicht so weit eingeschränkt. Hier ist eine Frage, ob man auch barrierefreie PDFs hiermit auch auf diese Weise erstellen kann. Genau das hatte ich eigentlich mit Detecten PDF oder PDF-UA gemeint. Also die Kernfunktion von MultiDeck ist ja die Erstellung von barrierefreien PDFs. Wir haben diese Grundfunktion jetzt einfach noch ein bisschen von Larfelder erweitert, sodass auch da entsprechende Möglichkeiten gegeben sind. Rein nach den Anforderungen des PDF-UA-Standards für barrierefreie PDFs wäre das auch bis jetzt schon möglich gewesen. Also Times Roman ist jetzt ja nicht verboten bei jederfreies PDF. Und der PDF-UA-Standard schreibt auch nicht vor, dass für die Karten Angaben gleichabständig auf dem Bildschirm dargestellt werden müssen.
Insofern konnte man immer schon länger jedenfalls, barrierefrei PDFs mit Hilfe von Microsoft erstellen, Formate enthalten. Was jetzt hinzukommt, ist für weitergehende Möglichkeit der Gestaltung der Formularfelder, für die visuelle Präsentation, aber auch für die Formularintelligenz. Ja, also ganz einfach eine Summenbildung. Ja. Ich habe vielleicht ein Rechnungsformular mit 5 Positionen, die dort angetragen werden kann. Da möchte ich nicht den Nutzer die Summe ausrechnen lassen oder den Mehrwertsteueranteil und dergleichen. Das möchte ich doch eigentlich gerne automatisch machen mit dem Java. Nochmal in der Zusammenfassung, die Neuerung, die wir mit dieser formularorientierten Funktion im MetaTag bieten, was ich jetzt kann, direkt aus InDesign, wobei man das Wort direkt hier vielleicht weiter praktizieren müsste, direkt insofern, als ich nach einer Vorbereitung oder zu Hilfe nach der Adobe Acrobat diese Dinge immer wieder allein aus InDesign heraus ansteuern kann. Ich habe Zugriff auf die Textformatierung, auf die Schriftfarbe. Ich kann Vorgaben hinterlegen, die maximale Anzahl von Zeichen oder dass die Darstellung eben gleichabständig erfolgen soll. Das ist gerade bei Formularfeldern, die mit Zahlen arbeiten, immer sehr hilfreich. Ich kann die Formatierung steuern, das hatte ich jetzt nicht im Einzelnen gezeigt. Aber ich kann eben dafür sorgen, dass eine Datumsangabe, eine Postleitzahl, eine Telefonnummer, formatiert ist, wie es den entsprechenden Konventionen entspricht. Ich kann die Eingabe validieren, das haben wir hier gezeigt. Ja, wenn ich die Kartennummer in keine 16 Stellen fällt, dann kann ich eine entsprechende Warnung ausgeben oder einen Hilfehinweis, wenn man mir gedacht wird, dieses oder jenes tun, um die Information korrekt einzugeben. Ich kann Berechnungen einstellen, der Klassiker hier ist sicher die Summenbildung, das kann auch sehr viel weitergehen. Ich habe alle Möglichkeiten der JavaScript-Programmierung. Das kann im Einzelfall sehr, sehr weit reichen. Gut, nochmal das Prinzip, auf dem diese Funktion im MetaTag basiert. In dem Ablauf, in der Nutzung kann man in 2 Phasen unterteilen. Die erste Phase ist, dass ich mir das Ganze einrichte. Im einfachsten Fall würde ich das Formular einmal in InDesign aufbauen, nach PDF exportieren und das entstandene PDF in Acrobat nach Wunsch anpassen. Also die ganzen Einstellungen, Konfigurationen für die Formularfelder vornehmen, die ich dafür haben möchte. Das PDF, was dann praktisch dadurch entsteht, das verwende ich als Muster und hinterlege das in diesem speziellen Ordner von MetaTag, den man über das MetaTag-Fenster erreichen kann. Und in der Folge müsste ich bei jedem weiteren Export dieses Formulars oder auch anderer Formulare, die Formularfelder gleichen Namens enthalten, diese Musterdatei auswählen mit dem Aufklappmenü, führe den Export einfach durch und kann mich dann darauf verlassen, dass all die Konfigurationen, Einstellungen dergleichen, die ich für die jeweiligen Formularfelder und Acrobat einmal vorgenommen habe, dass die auch zuverlässig und sicher wieder in den neu exportierten PDF landen. Das gibt natürlich, das ist nicht nur sehr viel produktiver als das ständige händische Nacharbeiten, das ermöglicht auch eine sehr niedrige Fehlerquote und eine sehr, sehr ausgefeilte Qualitätssicherung, wenn ich es entsprechend vorbereite. Ganz wichtig, das Bindeglied hierbei ist immer der Name der Formularfelder. Das muss streng beachtet werden. Bietet mir aber eben auch sehr weitgehende Möglichkeiten, dass ich mir vielleicht ein super Muster baue, in dem alle Formularfelder enthalten sind, die jemals in meiner Organisation vorkommen. Und dann einfach für alle PDFs immer dieses super Muster verwende. MetaTag besteht nicht darauf, dass alle Formularfelder benutzt werden, die in dem Muster enthalten sind. MetaTag besteht auch nicht darauf, dass alle Formularfelder, die ich in meinem InDesign-Dokument einsetze, in diesem Muster enthalten sein müssen. Vielleicht ist es im Einzelfall eine Schaltfläche, wo ich sage, da muss ich nichts weiter jetzt gestalten und Acrobat, da kann ich die ganz frisch in InDesign anlegen und die sieht dann so aus, wie ich sie aus InDesign aus. Gestaltet habe. Das war es auch schon. Ich habe das absichtlich versucht, recht knapp und kurz zu halten. Ich hoffe, die Message ist deutlich geworden, wie wir hier mit MetaTag die Möglichkeit schaffen, intelligente Formulare produktiver und mit geringer Fehlerquote aus InDesign heraus zu erstellen. Ich sehe jetzt noch eine Frage. Noch eine Frage. Mhm. Kann ich mehrere Muster in InDesign Dokument laden? Mhm. Also die Frage ist, momentan, ich gehe mal kurz noch nach MetaTag rüber, momentan habe ich hier ein Aufklappmenü und offensichtlich kann ich immer nur eine solche Muster-PDF-Datei anwählen.
Jetzt könnte es sein, dass ich aufgrund meiner Formularorganisation mit meinem Unternehmen die Definitionen für die verschiedenen Felder nicht alle in ein super Muster versammelt habe, sondern vielleicht in zwei oder auch drei einzelnen Muster-PDFs. Da wäre es wünschenswert, wenn ich sagen könnte, bitte beim PDF-Export schaue doch in das erste und in das zweite Muster-PDF. Und sobald du dann ein entsprechendes Feld findest, dann übernehme die Eigenschaften von dem Feld schlüssig exportierte PDF. Im Moment ist das leider nicht möglich und wir haben darüber nachgedacht, haben uns aber eigentlich entschieden, erstmal auf Rückmeldungen von Anwendern zu warten, diese Funktion anfangen einzusetzen. Wir rechnen damit, dass es auch noch andere Wünsche gibt, wie man die angebotene Funktion verfeinern könnte. Wir wollen letztlich vermeiden, dass wir hier ganz viele Sachen einbauen, die dann vielleicht einfach keiner einsetzt. Wer jetzt aber doch das Problem hat, dass er jetzt seine Formularfelder oder zwei oder mehr Muster-PDFs verteilt hat, der müsste vorübergehend dann eben zwei solche PDFs mit dem Akrobat zu einem PDF zusammenführen. Das ist ja technisch möglich. Und dann ein PDF zu schaffen, in dem eben die Formularfelder aus den beiden einzelnen PDFs dann enthalten sind und das kombinierte PDF dann hier anzusteuern. Gut, wie erwähnt ist MailChimp mit dieser neuen Funktion für Programme LaTeX seit Dienstag dieser Woche verfügbar. Man kann sich noch eine Testversion runterladen, wenn man erstmal schauen will, ob das wirklich das Programm davon verspricht. Die läuft dann eine Woche oder zwei Tage? 30 Tage. 30 Tage, man kann 30 Tage probieren. Wenn Sie Fragen haben, bitte einfach eine E-Mail an support@axari.com. Wir lesen die E-Mails, die da ankommen. Und wir beantworten sie in der Regel auch relativ zügig, weil es vielleicht von einem Tag, das ist natürlich ein schwarzes Loch, in dem wir die E-Mails einfach verschwinden. Gut, sofern jetzt nicht noch eine Frage eintrudelt, möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie fanden dieses Webinar nützlich. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören, insbesondere wenn Sie vielleicht erste Schritte mit dieser neuen Funktion gegangen sind. Wir sind auch sehr gespannt auf Ideen, Wünsche, Anregungen, wie wir diese Möglichkeiten noch weiter verfeinern können. Ja, wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen weiteren Tag. Ich glaube, es wird ein warmer Tag, zumindest in Europa, habe ich den Eindruck. Genießen Sie die Sonne. Der Spätsommer soll uns ja noch einige Tage halten bleiben. Danke, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut und bis bald. Auch mir. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.